Und damit wieder ein herzliches Hallo hier von unserer Insel, hier in Fountain of Youth. Ja, wie ihr seht, das Wetter hat sich nicht gebessert, aber ich nehme es gelassen. Es ist halt nur Wetter. So, ich habe schon mal ein bisschen Zeug rausgepackt, damit wir das nicht unbedingt alles gemeinsam machen müssen. Oh, Dünger. Denn da können wir vielleicht mal noch ein paar Beete mehr hinzufügen. Gerade wenn wir dann doch ein bisschen mehr Material brauchen werden. So, das ist erledigt. Gut. Reihe nach. Das Schiff habe ich leer gemacht. Was mich noch so interessiert ist, ich hätte ganz gerne unseren, ich zeig's euch mal, zack, Anlege, Hafen, Meisterei, Dings der Bums da noch gebaut. Sprich, wir benötigen ganz zwingend noch Baumaterial. War das das? Stimmt ja, da war ja wieder was mit Hammer. So rum. Stützfundament. Steine, naja, Materialien können wir uns ja besorgen. Oh ne, das geht so nicht, das ist krumm. Geh weg. Wenn, dann soll es ja richtig rum sein. Da. Genau. So und so. Ja, das sollte zumindest reichen. Hier machen wir eine ordentliche Treppe draus, so dass wir hier so ein kleines Hafenhäuschen hinsetzen können. Heißt viel Materialien machen. Okay. Denn ich habe gesehen, das ist ja völlig untergegangen so bei den ganzen Dingen fürs Haus. Wir haben ja noch andere Deko-Gegenstände. Wir haben zum Beispiel goldenes Kreuz. Oh, die können wir machen. Klingt gut. Ein Schiffsruder würde ich gerne dort an die Wand packen. Den Kapitänsteller würde ich gerne hinpacken und einen Wandanker. Ja, also so eine kleine Hütte. 3x3. Dach drauf. Wände geschmückt. Da können wir nämlich auch unsere Heiltrophäen an die Wand packen. Das ist mir jetzt so in den Kopf gekommen. Einfach mal dem ganzen Kampf und Entdeckungswahn ausweichen. Aber wir behalten die anderen Bosse im Gedanken. So, jetzt muss ich noch mal gucken, was wir hier auf den Schiffen noch haben an Materialien. Ja, nichts Weltbewegendes. Die Stege lasse ich so, die baue ich nicht um. Warum? So. Hier können wir noch mal eine Runde aufwerten. Werkzeugsätze, Material sollten wir haben. Wie viele Werkzeugsätze haben wir denn noch? 6 Stück. Okay. Ja, sollte man hinkriegen. Dann haben wir ja immer noch unseren, und das ist ganz wichtig, die Sturmbrecher. Und die möchte ich ja auch irgendwo mal noch sehen. Ja, wo stellen wir denn die noch hin? Irgendwo ist ja dann ja mal Schluss. Das ist ein Ende im Gelände. Und haben wir denn überhaupt unseren spanischer Schoner? Das ist der. Unser Kanu ist ja auch weg. Haben wir auch abgebaut und nie wieder aufgebaut. Ja, das sind so ein paar Sachen, die möchte ich noch mitmachen. Und damit ich es nicht vergesse, schauen wir, ob wir die Sturmbrecher hier ins Gelände stellen können. Können wir. Oh, schönes stattliches Ding. Okay. Nächster Plan. Ja, wir haben so viel Baumaterialien. Warum wollen wir sie denn nicht auch mal verbauen? So, jetzt will man hier sehen. Oh.
ein bisschen schwer. Warum habe ich noch so viele lange Steckchen einstecken? Ach so, ich habe die versucht, das restliche Fleisch durchzugrillen. Beziehungsweise zu trocknen. Damit wir eine ganze Menge Salamis haben. Dauert noch ein bisschen. Nicht so schlimm. Dann können wir hier nochmal gucken. Hier ist noch ein bisschen Wasser. Nicht, dass wir es vergeuden. Zip. Hinzufügen. Komm. Trinken. Trinken. Okay. Gut. Unsere Flasche voll. Das ist voll. Ja, dann habe ich hier mal Kisten hingemacht. Mit den Sachen. Die Bücher können wir schon mal ins Regal räumen. Die haben wir jetzt gelesen. Werden wir wahrscheinlich auch die letzten Bücher sein, die wir im Spiel bekommen haben. Ja, wir haben eine ganze Menge gelesen. Muss man so mal sagen. So. Ja, das geht ja nicht automatisch. So, dann haben wir hier die schwarze Pantherkralle. Ich hatte bei irgendwas ein Rezept gesehen. Wird aus dem Blabla. Rezept, da. Einheimische Medizin gewährt vorübergehend eine robustere Rüstung. Ich weiß nicht wie lange, aber die würde ich mir herstellen, weil dann hätten wir zumindest Rüstungswerte mehr. Wie viel, weiß ich nicht. Wir können mal gucken. Mörser, Werkbank. Haben wir noch ein bisschen was auf dem Mörser drauf? Der hat noch 20. Mal gucken, ob wir wenigstens einmal herstellen können. Pinole. Gewichtsgrenze beim Tragen. Zeit davon für Prozesse. Da. Mal schauen. Die Frage ist halt, oh, einfach Überlebenspunkt. Verdirbt schon mal nicht. Sprich, wir können die herstellen und dann haben wir die erstmal. So. Mal ein bisschen hier aufräumen. Haben wir nicht die Schalen mitgenommen? Von den Krustentier? Da ist übrigens die andere Waffe. Die macht 101 Schaden. Nahkampfreichweite, Mittel. Rohtreffer 75 Schaden. Wäre vielleicht eine Option. So, wir nehmen uns mal so ein Ding und vielleicht können wir uns ja einen Mörser bauen da draus. Einen besseren vor allen Dingen. Mörser. Was? Mörser. Ah, guck. Hat eine hohe Wirksamkeit. Brauchen noch einen Knochen. Ja, Knochen haben wir ja genug. Aber da, einen ganzen Stapel. Zack. Dann lasst uns mal hier einen Mörser draus bauen. Dann haben wir zumindest da schon mal die Gewissheit, dass es ein paar Minuten hält. Ich hatte ja die Hoffnung, dass es mal aufhört mit Regnen, aber irgendwie will nicht. So, Steinhauttrank. Zack. Mach mal. Erledigt. Ja, hier rein. Wir haben genug Tränke. Wie viel gewährt denn das? Plus 20%. Das ist jetzt erstmal nicht verkehrt. Gut, packen wir hier rein. Check. Haben wir geschafft. Machen wir die Schaufel wieder hier raus. Habe ich nämlich nur gebraucht, um die Beete zu machen. So, was haben wir denn jetzt hier noch drin? Ja, schwarze Pantherhaut, schwarze Wildschweinhaut. Die Dinger. Mal schauen, was wir damit anstellen können. Die haben wir jetzt mit verbraucht. Okay. Gut. Das hatte ich jetzt so nicht im Blick gehabt. Okay, dann bleiben die
Dann kommen die mit hier rüber in die Kiste. So, hier ist noch die ganzen anderen Trophäen drin. Ich habe ja so die Idee, dass ich hier noch eine Etage einziehe. Wir machen mal Licht an. Wird man wenigstens in der eigenen Hütte mal was sehen. Dass ich hier noch eine Etage einziehe, oben eine Etage draufsetze, wird natürlich eine ganze Menge Arbeit. Und dass ich mir einen Raum mache, wo ich nur die Trophäen aufhänge. Also wo ich dann praktisch einen Raum habe, wie hier, die ganzen Trophäen nochmal. Und dann packe ich mir eine Kiste drunter, eine kleine. Und da packe ich dann die entsprechenden Trophäen rein und heute, die ich dann so nicht brauche. Weil wir werden nie alles auslegen können. Ja, den Hammerhai und den Hai selber. Wo haben wir denn den Haikopf hingepackt? Da, die Haie. Toll, ist die Fackel aus. Naja. Bauen wir damit draußen an unserem Bootssteg an. Ja, das dazu. Nächste Schritte, mehr Rüstung. Wir haben ja gesehen, wir brauchen definitiv für die Bosse bessere Rüstung. Und da habe ich hier mal durchgeschaut gehabt. So, wir haben jetzt diese Rüstung. Da haben wir 7 Rüstungseinheiten. Schützt uns vor Sonne, Regen, Hitze, Wind und Kälte. Ist ja vom Prinzip her gut. Allerdings haben wir nur 7 Rüstungseinheiten. Dort drinnen im Tempel zum Beispiel haben wir keine Probleme mit Sonne, Regen, Hitze und Wind und Kälte. Wäre das nächste? 12 Rüstungseinheiten. Gegen Sonne, Regen, Wind und Hitze. Klingt gut. Müsste ich bloß noch Kupfer besorgen, weil da haben wir nicht mehr genug. Aber wir wissen ja jetzt, wo wir auch Kupfer auch herkriegen. In Bimini gibt es nämlich auch eine Mine. Ansonsten hätte ich jetzt nicht genug. Ich habe, glaube ich, bloß noch 4 Stück oder sowas. 4 Kupfererz. Könnten wir aber besorgen. Dann die Jägerrüstung. Weniger auffällig für Tiere. Ist jetzt für uns jetzt nicht ganz so wichtig. Mal schauen. Wenn wir irgendwo noch ein bisschen Luft haben, können wir die ja bauen. Hasenleder haben wir ja. Und dann haben wir den Konquistator-Helm. Und der gibt uns 16 Rüstungseinheiten. Also 16. Also wir hätten nochmal eine ganze Menge mehr. Und reduziert den Schaden von Tieren. Gut, Tiere wären nicht so wichtig. Aber wir hätten, 9 Rüstungseinheiten pro mehr. Und den Rüstungstrank dazu. Ja. Also, nächster Schritt, die Rüstung. Ich weiß nicht, ob wir dann anfangen mit Schwitzen. Aber ich würde das jetzt einfach mal machen, weil dafür haben wir genug Materialien eingesammelt. So, dann ist die Frage, wo bauen wir die? Ah. Baupläne. Da. Nadel. 200 Einheiten. Ausgezeichnete Werkbank. Die haben wir. Eine Stunde. Nadeln, jetzt muss ich mal gucken. Oh, denn so viele gute Nadeln. Wo sind sie denn hin? Haben wir nicht irgendwo mal Eisennadeln eingepackt gehabt? Fischgrätennadeln. Naja, die geben nur 40. Das ist nicht wirklich viel, aber wir können ja mal gucken. Ich dachte, wir hätten irgendwo mal Eisennadeln gefunden. Irgendeine Kiste drin? Kupfernadel. Haltbarkeit 400. Können wir 2 Rüstungsteile bauen? Würde nicht reichen, aber wir können ja mal gucken. Können wir vielleicht Eisennadeln machen? Ja. Wo macht man die denn? Eisennadel. Verbessert die Schmiede. Ah. Sprich, wir brauchen Kohle. Hier haben wir keine mehr. Zack. Und dann machen wir es mal richtig. Eisennadeln. Ein Eisenbahn. Und wie lange? Herstellung? 59 Minuten. Ja, komm. Ja.
Langer Ende hinterher. Vielleicht reicht's ja. Reicht von der Zeit. Und die hält 600. Gut, wir können sozusagen unsere bauen. Haben wir jetzt hier noch? Na, ein bisschen Asche ist da. Okay, wir können sozusagen unsere Rüstung jetzt bauen. Die Frage ist nur, wo? Baupläne? Hier an der Werkbank? Dann lasst uns mal schauen. Gibt es irgendwo eine Statistikseite, wie viel Rüstungswert wir jetzt haben? Herstellung. Ah. Wir haben es. Okay, im nächsten Level. Herstellung. Naja. Verletzung bei der Herstellung. Naja, so oft wie ich mich verletze. Gewicht des hergestellten Gegenstands um 30% verringert. Okay. Aber ich wollte eigentlich meine Charakterwerte sehen. Besuchte interessante Orte 51 von 51. Standorte. Wir haben noch einen Standort, den wir nicht besucht haben. Stimmt. Ziele. 5 Stück fehlen noch. Ich glaube, eins ist der Torbogen in Bimini. Abgeschlossene Überlebensaufgaben. Die kriegen wir hin. Baupläne entdeckt. Uns fehlen ein paar Baupläne. Gut, ja. Bücher haben wir alle gelesen. Eine Chronik fehlt noch. Ich nehme an, die letzte Chronik kriegen wir dann auch im Bimini. Kartenstücke haben wir gefunden. Ja, die Artefakte. Das kann alles möglich sein. Die können überall rumliegen. Und ein Werkzeugset soll noch Bimini rumliegen. Kriegen wir hin. Lebenszeit 206 Tage. Ist eine Menge. Spielzeit 51 Stunden. Nur in dem Spielstand hier. Immerhin. Okay, aber ich wollte eigentlich wissen, unsere Werte für Rüstung. Gibt es irgendwo nicht? Doch, müsste es ja hier irgendwo geben. Ach da, Rüstung 0. Da muss ich nicht rechnen. Ja klar, 4x7 ist auch schnell gerechnet, aber wir hätten jetzt 28% Rüstung. Ich war es zu faul zu rechnen. So. Also lassen uns die mal herstellen, die bessere Rüstung. Da. Zack. Nummer 1. Dann haben wir die. Zum Glück haben wir ja genug Eisen aus der Höhle mitgenommen. So, nochmal hier. Und die letzten Teile auch noch. Nicht, dass ich jetzt die falschen mache. 1, 2, 3. Wir brauchen noch die Füße. Okay. Nicht, dass wir umsonst welche bauen. Da, zack. Haben wir einen Überlebenspunkt noch bekommen. So, und jetzt haben wir Rüstungswerte 64%. Also das. Und dann nochmal 20% drauf. Sind nochmal 12, sind wir bei 76% insgesamt. Okay. Finde ich, sollte uns genügen. Gut, besser geht immer, aber. So, lasst uns mal den Bogen reparieren. Ein Seil. Wie, ich habe keine Seile mehr. Achso. Seile waren ja hier. Herstellen. Seile. Da. 6 Stück reichen. Zack. Dann Bogen, gibt es einen besseren Bogen? Ja, ein Holzbogen. Fügt pro Schuss mindestens 40 Schaden hinzu. Und der hat nur 30. Sag mal, so ein Seil haben wir doch irgendwo. Ich weiß, wir haben mal welche gemacht.
Was habe ich denn die gebraucht? Was habe ich denn die gebraucht? Oder habe ich die nur weggepackt? Da, guckt mal, da. Den haben wir. Bogen. Meine stehen diese Ressourcen. Bogenrahmen der Ureinwohner. Und dazu brauchen wir das und zwei biegsame Äste. Auch die haben wir. Da. Eins, zwei, zack. Machen wir bestimmt hier an der Werkbank. Oh, den Rahmen. Da ist er. Studiert und jetzt können wir den Bogen bestimmt noch bauen, oder? Holzbogen. Ja. Prima. Kann ich den alten hier reinpacken? In den Waffenständer? Wo ist er denn? Da ist der Holzbogen und wo ist der alte? Ach, der ist da. Bin halt ein aller Blindfisch. Ja, zack. Aber mit so einem krummen Ding, das wir da nie getroffen haben, ist ja auch kein Wunder, oder? Können wir erstmal was davon. Hm? Lecker Schmecker. So, haben wir erledigt. Ich pack mal die Kohle wieder weg, damit ich ein bisschen Platz im Inventar habe. Die Nadel. Kann ich die eine Nadel zerlegen, zerstören? Wir haben welche übrig. Mal gucken, ob wir die noch wieder reinpacken können. Zack. Super. Hier hat er wieder was geschafft. Unsere Spitzhacke reparieren. Lohnt sich. Haben wir gemacht. Unsere Axt. Reparieren. Auch die lohnt sich noch. So, sind unsere Werkzeuge soweit repariert. Fackel. Auch. Und der Speer hat uns gute Dienste getan. Gut, wir haben unsere Werkzeuge repariert. So, was machen wir jetzt mit dem Holz? Ich habe eigentlich noch eine ganz andere Idee. Ich wollte ja den Allheilmitteltrank machen. Noch ein paar. Man weiß nicht, für was wir es gebrauchen können. Dafür brauchen wir aber Kaktus. Und Kaktus gab es, glaube ich, auf der Roten Insel, war das richtig? Aloe Kaktus Feige Kanonenkugel. Genau. Ich würde hier rüber düsen, noch ein bisschen Kaktus sammeln. Können wir ja zusammen machen. Energie passt, Wasser passt soweit auch. Was brauchst du hier? Nee, da. Die hätten wir, die hätten wir. Lass uns mal alles reinschmeißen. Was fehlt uns denn noch? Was fehlt uns noch? In Stämmlein? Baumstämme? Ja. Alles kein Hexenwerk. Das müssten wir dann entsprechend besorgen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Akt sein wird. So, dann lasst uns mal Kaktusfeigen noch ein bisschen besorgen. Mein Ziel ist es ja nach wie vor, den Boss auf der Schwefelinsel zu machen. Komm, wir reisen mal dorthin. Ja, wir werden es halt noch in den nächsten Folgen halt ein bisschen durch die Gegend reisen, ein bisschen bauen, uns aufstellen, mal schauen, ob wir die Pistole bauen können. Ja. Aufpassen, hier sind die Tiere wieder alle da. Kaktusfeige. Gut, die haben uns ja nichts getan. Muss nur aufpassen, hier ist es halt verdammt warm. Und guck mal. Hier haben wir doch genug
Kaktusis, oder? Na komm. Vor dir habe ich keine Angst mehr, mein Freund. Vor dir nicht. Das ist schon ein Bogen. Sind wir hier jemals durchmarschiert? Ach, das ist die Höhle. Ich würde sagen, hier hinten die Kaktussen sollten uns reichen. Vier Stück, wenn wir sie ernten, zwei, wenn wir sie fällen. Ich bin dafür, dass wir die einfach nur einsammeln. Dann haben wir nämlich die Chance, dass es nachwächst. Mal gucken, was wir davon tragen können, oder? Naja, ist alles ein bisschen sehr struppig hier. Spinnen, ja, mit den Spinnen muss ich mich jetzt nicht rumärgern. Da unten ist nochmal so ein Freund. Ja, da wären ganz viele Kakteen da unten. Aber will ich jetzt darunter kämpfen? Wir können ja mal schauen, wie viel kriegen wir denn zusammen? Also die haben wir gemacht. Ach, wie viele Tage gibt es denn neue? 15 Tage, ist doch eine schöne, eine gewisse Zeit. Wir haben eine Fackel, wir haben repariert. So. Der Geier da oben, der regt mich schon wieder auf. So. Ja, so 3-4 Puma-Tränke hätte ich schon ganz gerne noch. Aber wir wissen ja nicht, wie viel wir an Schaden nehmen, was wir reparieren müssen. Ich kann ja nicht jedes Mal einen Lebenstrank nehmen. Da. Wie viel haben wir denn jetzt? 43. Das ist jetzt erstmal nicht wenig, aber wir können ja mal gucken. Hier gibt es lange Steckchen, da haben wir noch. Da gucken wir, dass noch genügend Kakteen. Sollst mich doch jagen. Nach den schwarzen Pumas macht mir jetzt gar nichts mehr Angst. Naja, ich muss es ja nicht übertreiben. Sterben muss ja trotzdem nicht sein. Weil Sterben deprimiert mich immer so ein bisschen. Gut, dann haben wir ja eigentlich das, was wir wollten. Das ist mir jetzt zu anstrengend. Wir wollten ja nur die Kakteen haben. Zack. So. Eigentlicherweise wären wir jetzt schon auf dem Weg nach Hause. Es ist eigentlicherweise, wir sind auf dem Weg nach Hause. Du musst bloß mal gucken, wo wir anlegen können. Die sind halt ein bisschen sehr dicht nebeneinander. Ne? War es der Richtige? Jep. War der Richtige. Gut, dann können wir jetzt... War so komisch, wenn ich hier ankomme. Fängt das ganze Spiel an mit Ruckeln. Als würde die Insel erst neu geladen werden müssen. Wenn ihr aber das mitbekommt. Es fühlt sich richtig bösartig an. Sobald ich am Strand bin, geht das. Aber solange ich auf dem Wasser bin, so, dann wird es schwierig. Wir brauchen Stöckchen.
Wir benötigen ja auch noch ein paar Stöckchen. So. Wir wollen ja Alkohol machen. Ich hoffe, die Aloe müssen wir jetzt nicht extra sammeln. Aus der Kiste. Plätze hinzufügen. Nee, nimmt er. 7-mal pro. Okay. Dann mach mal Feuer an. Benötigt 39 Minuten. Okay. Also das reichen. Einmal an. 39 Minuten. Okay. Müssen wir mal gucken. Die Pilze. Wo habe ich denn die hingeschmissen? Da. Ach, die halten. Die Ewigkeit. So, und wir wollten ja mal gucken. Rezepte. Jeweils einer und ein Alkohol. Und der Chemiebomb. Okay. 5-mal haben wir. 5-mal Heilmitteltrank. Kriegen wir sozusagen hin. Wir brauchen 4-mal. Kommt, dann packe ich doch einfach mal den Rest hier zu, wenn er das nehmen kann. Wir brauchen sozusagen noch 4-mal. Okay. Seht ihr, der nächste Schritt geschafft. Was trinken? Hätte ja fast gesagt, lasst uns mal einen Kaffee kochen. Naja, die Rippen. Mal schauen, vielleicht kriegen wir die ja noch aufgehängt. Oh ja. Das Zeug hält ewig. Da können wir sozusagen jetzt eine Ewigkeit hin. Da. Auch das haben wir erledigt. So, die nehmen wir. Zack, zack. Getrocknete Schlangenschwänze, haben wir die schon mal gemacht? Ja. Essbar, kann sehr lange gelagert werden. Getrocknete Pilze. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Getrocknete Datteln. Getrockneter Fisch. Fleisch haben wir keins. Komm, bevor es schlecht wird. So, gut. Wieder was weg. Ah, guck mal, da haben wir doch eine ganze Menge. Apropos, da kann ich das gleich essen. So, ich wollte mir einen Kaffee machen. So. Ein Kaffee. Wassertank. Einmal nehmen. So, Herstellung 3-mal. Quatsch. Da, Kaffee. Schning. Haben wir. Was hier noch? Die Brotfruchtbaum. Da müssen wir mal schauen, ob wir die irgendwo mal noch einsammeln. Damit wir auch das Rezept irgendwann mal vollständig kriegen. Ameisenbeereintopf hatten wir. Das haben wir. Lähmendes Gift. Um einen Bauplan zu lernen, studiere Lähmungspulver. Und das Lähmungspulver machen wir aus Fröschen an der Chemiebank. Okay, nicht, dass ich es mal verwechsle. Dann geben wir unseren Mörser her. Machen wir das mal. Lähmungspulver. Ja, mit Eddy vertrocknen. Da ist nächste freigeschaltet. So, irgendwann kriegen wir es mal alle zusammen. Gemeint, dass sie so gleich aussehen. Können wir trotzdem noch mal gucken. So. Korallenpulver. Ja, dann haben wir sie zumindest weg. Korallenpulver können wir machen, weil wir haben Korallen da. Ich glaube es zumindest.
Korallenpulver. Was ist denn das? Gekochte Doradenflosse. Gekocht? Herstellung? Okay, na dann. Machen wir das doch glatt mal. So, Feuer hinzu, kommt schwer. Wir kochen. Dorade. Also Wasser hinzufügen brauchen nur 4. Einmal reicht. So. Gut. Wieder ein Bauplan freigeschaltet. So, und jetzt haben wir die Dorade und jetzt können wir das kochen, würde ich sagen. Was wollten wir? Oder? Tauschen wir hin und her. Baupläne. Die Verbände. Und die machen wir an der Chemiebank mit Mörser. Mörser, Chemiebank. Klar. Mörser Haltbarkeit 10, Chemiebank, Dauer des Vorgangs. Aber wir haben doch beides. So, da. Erledigt. Okay, haben wir auch das Rezept gemacht. Die Pinole, was auch immer die ist. Gewichtsgrenze beim Tragen. Was ist denn das? Mais, seht ihr? Habe ich schon jemals Mais angebaut? Ich habe Haufen Beete gemacht, aber angebaut haben wir es noch nicht. Wir haben Bambus, wir haben das, wir haben das. Dann wird es Zeit. Mais. Kommt hier rein. Vanille haben wir schon, Pfeffer haben wir schon, Tomate. Kürbis. Ich glaube, wir haben noch keinen Kürbis gehabt. Und wenn doch, dann haben wir doppelt. Flachs. Ja, wir haben Stoff genug. Hibiskus geht, Weinreben haben wir, Drachenfrucht, Bambus, Kamille. Maniot. Okay. Salbei, Kaffeebaum, Ananas. Joa. Was ich mich jetzt wundere ist, hatten wir nicht auch von dem neuen Baum die Sachen, aber mit denen konnte man ja nichts anfangen, ne? Rezepte, wir können ja mal gucken. Also, das sind die Octillosamen, Eukalyptussamen, Ananas, Maniot. Kokospflaume, Kaffee, Salbei, Kamille. Das sind alles so Sachen, die wir können. Flachs, Hibiskus, das können wir. Agave, Mais. Also die neuen Pflanzen können wir sozusagen nicht zu Saatgut machen. Was brauchen wir denn jetzt noch? Ich weiß, was wir brauchen. Wir müssen ein bisschen Sprit machen. Ein Spritnischel. Plätze nehmen, hinzufügen. Ja, nicht, dass wir das vergessen. Gut, also die anderen Sachen können wir nicht machen. Wir haben mit ein bisschen Heilung hergestellt. Passt. Haben wir denn sonst was vergessen? Ja, die Pinole noch. Dazu braucht man Mais. Das dauert jetzt eine Weile. Können wir vielleicht düngen. Kupfermesser, wir haben eins, ob wir es herstellen, müssen wir mal schauen, wenn am Ende übrig ist.
Wenn am Ende was übrig ist, dann können wir das ja herstellen. So, was ist das? Schwelender Kohlebeutel. Wirksame und langlebige Feuerstarter. Pff, naja. Ich weiß nicht. Mit Feuer haben wir eh so unsere Probleme. Eisensäbel. 100 Schaden macht der. Und der macht 75 Schaden. So ein Eisensäbel wäre natürlich nicht verkehrt. Aber ich weiß halt nicht, können wir wirklich gegen den bestehen? Können wir, das ist mir so eingefallen, können wir eventuell das Goldschild und die... Nee, wir konnten es nicht ausrüsten, ne? Wir konnten es nur da reinpacken. Stimmt. Aber der Säbel... Ja, die Frage ist, ob man damit ausgezeichnete Nahkampfwaffe, ob wir damit blocken können. Wäre so eine Frage. Säbelklinge. Säbelklinge. Brauchen wir bestimmt wieder hier irgendwas. Pistolen. Seht ihr, die haben wir ja auch. Herstellung. Tonform für Säbel. Naja. Zack. Oh, unsere Energie ist wieder fast im Eimer. Plätze hinzufügen. Säbel. 39 Minuten. Naja, ist ein bisschen viel Holz drin, aber... Macht er. So, die Pistolenform haben wir. Gott. Das alles in Gedanken behalten. Und dabei will ich doch eigentlich nur Sprit machen. Zip. Mein Sprit. Nehmen, hinzufügen. Naja. Eins dann noch und dann haben wir auch das zusammen. Ich pack's schon mal hier rein. Ja, die Pilze halten noch eine Weile. So, wir haben jetzt die Tonform für Pistolen. Nehmen wir das Wild. Wo machen wir denn die? Herstellung. Können wir hier noch nicht. Eine Säbelklinge können wir machen. Wir keine Eisenbahn mehr. Nö. Armbrust-Dings da, Bums da. Packen wir mal hier rein. Ich glaube, wir müssen mit der Eisen durchschmilzen. 1, 2, 3, 4. Ja, hab dich nicht so... Ja, die Rüstung hat eine ganze Menge Eisen gekostet und die ganzen Reparaturen. Entzünden. Ja. Hat ja alles eine Weile gekostet. So, dann ist die hier fertig. Tonform für Säbel. Form zur Herstellung von Metallobjekten in der Schmiede. Herstellung. Säbelklinge. Achso, wir brauchen das Eisen. Die verbesserte Schmiede, die haben wir ja. Und was ist die Verbesserung? Ach, dafür haben wir die Tonform für Pistolen gemacht. Gar nicht für die Pistole selber, sondern... Stimmt ja, da war ja was. Okay, also warten wir, bis der Eisenbahn durch ist. Dauert ein bisschen. Ich schmeiß den Säbel mal mit hier rein. Da haben wir ja noch eine für Armbrüste. Haben wir schon zweimal hergestellt oder einmal gefunden. Warum zum Teufel habe ich jetzt sechsmal die Eisenerze einstecken? Das weiß auch der Fuchs. Puh. Was war denn noch? Achso, ich wollte mal gucken. Pistole. Werkzeugsatz. Macht 150 Schaden pro Schuss. Na, das ist meine Hausnummer. Pistolenbasis. Nochmal Eisen. Oh Mann. Da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Aber ist ja nicht so verrückt. Wir haben ja Zeit. Mich hetzt nichts. Gut, aber dann ist für heute die Runde mal vorbei.
war ein bisschen viel hin und her, ein bisschen viel von dem, ein bisschen was von diesem. Ich würde mal schauen, ob ich vielleicht wenigstens vorne unsere Strandhütte soweit hingesetzt kriege, damit wir die dann gemeinsam einrichten können. Ich würde noch ein bisschen Eisen durchschmelzen lassen, mich darum kümmern, dass es alles soweit läuft. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer weiteren Runde. Like die Folge, abonniert den Kanal, schaltet morgen wieder ein und dann werden wir mal sehen, ob wir uns nicht irgendwie mal fit kriegen, um die höchste Rüstungsstufe, die besten Waffen zu haben. Und dann gucken wir uns den zweiten Boss mal an. Ob das schon morgen sein wird, müssen wir mal sehen. Hängt davon ab, wie viel ich schaffe. Also, bis morgen in alter Frische. Tschüssikowski und bye bye.